Vielleicht bin ich auch einfach nicht dieser Mädelsmagnet und deswegen entgeht mir dann ein Haufen Stress. Da bin ich dann sehr froh drüber. Bevor es losgeht, es wird Zeit, dass du hier mal ein Abo da lässt und einen Kommentar schreibst und gerne auch ein Like gibst. Und auf alle Fälle auch meinen Partner Just Legends auschecken. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Was geht ab, Leute? Zeus hier. Willkommen zu Jonas. Generation beziehungsfähig und Fremdgehen. Real Talk. Leute, das ist ein Thema, wo ich kurz noch ein bisschen drüber nachdenke. Generell macht Jonas momentan so ein bisschen mehr Real Talk Sachen. Bin schon sehr gespannt, was er da so erzählt. 19 Minuten ist ein bisschen lang, aber ist auch ein krasses Thema. Wir schauen mal rein und ich bin gespannt, was da so kommt. Los geht's. Die Quote ist in den letzten Jahrzehnten erheblich gestiegen. Es gehen immer mehr Menschen fremd und junge Menschen sind sich immer unsicherer, was Beziehungen angeht. Steuern wir auf den Abgrund der Liebe zu oder tut sich hier eventuell sogar etwas Gutes? Und damit hi und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Ich fühle mich mittlerweile wie in so einer Show, irgendwie so einer spannenden Show, wo ich am Anfang diesen coolen Teaser mache und am Ende wird die Frage dann einfach nicht geklärt. Doch, wir versuchen die Frage hier natürlich auf jeden Fall zu klären. Wir auch hier im Stream, Leute. Da reden wir mal alle drüber hier jetzt. An dieser Stelle herzlich willkommen in Hawaii. Ihr seht davon ungefähr gar nichts. Ihr seht eigentlich nur ein super unaufgeräumtes Zimmer, deswegen bitte ignoriert einfach die ganze Unordnung. Hawaii ist super schön. Wo ist das Unordnung, Bro? Guck mal dein Bett an, ist gemacht sogar. Was ist denn dir los? Was ist da unordentlich? Guck mal hier in meinen Raum rein. Das sehe ich jetzt gerade hier zur Fensterfront raus. Das ist der letzte Teil der Sommerpause. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für die ganze Interaktion unter dem letzten Video mit dem Alkoholthema. Fast über 1000 Kommentare. Also ganz herzliches Dankeschön. Ich bin super gespannt, was ihr so unter diesem Video hier kommentieren werdet und bin gespannt, was sich für Debatten ergeben werden. Der Titel Generation beziehungsunfähig und fremdgehen. Der könnte vielleicht erstmal ein bisschen provokant sein, aber der trifft eigentlich schon sehr gut. Ich habe gesehen, dass übrigens auch irgendein Film Generation beziehungsunfähig heißt. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht verklagt dafür, aber es passt einfach super gut, weil meine persönliche These, bevor ich angefangen habe, für dieses Video hier zu recherchieren, war, dass die Menschen heutzutage super beziehungsunfähig sind. Ich glaube auch, zumindest was man unter Beziehungen versteht. Das hat auch so ein bisschen mit meiner sozialen Bubble zu tun und damit, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass immer mehr Leute in meinem Alter, jünger und älter, super verunsichert sind und gar nicht genau wissen, ja, wie so Beziehungen funktionieren und super viele Beziehungen eben auch sehr früh zerbrechen. Und deswegen bin ich mal super gespannt, was wir jetzt in diesem Video gemeinsam rauskriegen. Wir fangen bei einem super spannenden Thema an und zwar beim Thema Scheidung. Ich habe mir hierzu mal einfach die Statistik ausgesucht, die blende ich euch jetzt hier auch nochmal ein. Und zwar geht es hier um die Scheidungsquote der letzten Jahrzehnte. Und wir sehen ja ganz klar Es wurde wieder besser, ne? 2005 war es ja richtig wild. Mehr als die Hälfte. 1960 lag die Scheidungsquote noch bei 10,66% und den Peak hatte sie dann so um das Jahr 2005 herum bei 51%. Das heißt also, die Scheidungsquote hat sich verfünffacht. Die Scheidungsquote übrigens, um das ganz kurz zu erklären, ist das Verhältnis zwischen Eheschließungen und eben Scheidungen. Also wenn jetzt in einem Jahr beispielsweise 10 Ehen geschlossen werden und sich 10 Leute scheiden, dann würde die Scheidungsquote eben bei 1, also 100% liegen. Man bricht das mittlerweile so ein bisschen darauf runter, dass ungefähr jede zweite Ehe in Deutschland scheitert. Wir können aber auch, wenn wir uns das Ganze hier ein bisschen genauer angucken, sehen, dass seit 2005 die Zahl wieder so ein bisschen runtergegangen ist. Da muss man aber Und dann kam Corona. Ich muss natürlich dazu sagen, es kann durchaus sein, dass 2005 dieser Peak da war, weil eben super viele Scheidungen dann in dieser Zeit eben reinkamen, als es dann eben einfacher wurde, sich zu scheiden. Und das war eben so rund um das... Genau, weil wichtig ist, damals hat man sich nicht geschieden. Das ging einfach nicht. Wenn du einfach unzufriedener Ehe warst, dann hat man sich nicht scheiden lassen. Es war dann so, ja gut, scheiß drauf, Glück gelaufen. Also man, es war halt einfach eher eine Schande, es hat sich nicht gehört. Es war auch so, mein Gott, reiß dich zusammen, wäre schon perfekt. So, Männer sind eh kacke oder der Hausdrache zu Hause nervt, meiner nervt ja auch. So schlimm ist das nicht. Man hat einfach nicht Schluss gemacht. Es war einfach so, also man hat früher nicht repariert. Man hat früher einfach nur mehr ertragen, mehr ausgehalten. Man hat generell auch weniger Anforderungen gehabt. Also meine Mama hat mir auch mal gesagt, früher war jeder Mann gut, der kein Alkoholiker war und der einen Job hatte. Das war ein guter Mann. So mehr wollte man gar nicht. Soll Geld verdienen, soll kein Alkoholproblem haben, alles easy. Am besten auch nicht gewalttätig sein und so weiter, natürlich, klar. Und so solche Sachen halt, war ein guter Mann. Aber irgendwas mit, der soll Hobbys haben oder soll Leidenschaft haben, der soll ich liebe dich sagen können, der soll, was weiß ich, für mich da sein, der soll meine Wünsche von den Augen ablesen oder keine Ahnung, was man alles für Anforderungen an seinen Partner hat. Das gab es früher alles nicht, diese Idee überhaupt, so was zum Geier muss ein Partner alles leisten, damit er der Partner für mich ist. Das Jahr ab 1980 ungefähr, da war es einfach gesellschaftlich genormter und einfacher, sich zu scheiden. Und deswegen, man sieht auch hier, ab 2018 steigt die Quote auch wieder, also so um die 35 bis 40%, da liegt es jetzt gerade. Und jetzt würde man natürlich als erstes sagen, Mensch, ist das schade, dass sich immer mehr Menschen scheiden lassen, dass diese Quote scheinbar in den letzten Jahrzehnten verglichen mit 1960 so krass angestiegen ist. Ich persönlich würde an dieser Stelle aber abbremsen und das Ganze nicht direkt verfluchen. Denn dass sich mittlerweile mehr Menschen trennen, hat gar nicht so viel damit zu tun, dass die Menschen immer beziehungsunfähiger werden, sondern weil sich das Konzept Ehe in den letzten Jahren einfach drastisch geändert hat. Ich persönlich bin sogar der Meinung, und ich erkläre jetzt auch warum, dass ich finde, dass der Anstieg der Scheidungsquote gar nicht mal unbedingt was Schlechtes zu bedeuten hat. Erstmal muss man wissen, dass früher Ehe eher eine Zweck...
Harte These. Gemeinschaft war. Darunter kann man im Grunde relativ einfach verstehen, dass eine Ehe früher geschlossen wurde, weil sie eben einen bestimmten Zweck hatte, und zwar den Zusammenhalt, dass man sich gegenseitig in einer Ehe unterstützt, dass man gerade auch, wenn man Kinder hat, dass man denen eine Grundlage geben kann und dass dieses Familienkonstrukt eben auf Basis dieser Ehe einfach eine sehr klare und starke Struktur hat. Das hat sich aber in den letzten Jahren eben völlig geändert. Das Motiv... Ich glaube, auch für Frauen war es notwendig, weil man halt nun mal schwer sich selbst versorgen konnte. Also früher hast du als Frau auch einen Mann gebraucht, um halt eben, ja... jemanden haben, der das Geld verdient und so. Und bei Männern war es, glaube ich, ganz stark so auch ein Ehre-Ding. So. Du brauchst eine Frau. Wenn du keine Frau hast, dann bist du halt ehrenlos. So. Du musst ganz schnell, also wenn du 30 warst, warst unverheiratet, da warst du wie ein komischer Mensch. Also gerade im Dorf oder so, glaube ich, wirst du schon schief angeguckt. So, was mit dir los? Warum heiratest du nicht? Heutzutage zum Beispiel ist mit 30 Jahren unverheiratet zu sein bei weitem nichts Ungewöhnliches. Sind super viele nicht. Oder viele sind sogar wieder Single mit 30 oder keine Ahnung was. Zum Beispiel ich hier, unverheiratet und wieder Single. Also es ist halt so, mein Gott, es ist nicht mehr so wie früher. Mein Papa hatte in meinem Alter schon 4 Kinder, ich nicht. Also es ist halt tatsächlich vieles verändert auch. 21. Jahrhundert eine Ehe zu schließen, hat vielmehr eine vor allem romantische Vorstellung der Liebe. Das erkläre ich jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer. Ihr müsst euch vorstellen, früher zur Generation unserer Großeltern und Urgroßeltern, da hatte Ehe eben einen wichtigen Zweck. Einen pragmatischen Zweck. Und zwar den der Familiengründung und eben der Schaffung eines starken Fundaments. Das hat aber auch einige Nachteile mit sich gebracht. Es war früher beispielsweise so, dass die Ehepartner deutlich abhängiger voneinander waren, als es heute der Fall ist. Früher war es beispielsweise viel weniger üblich, dass Frauen gearbeitet haben, als es bei Männern. Es war sogar eine Schande. Also mein Opa war so, meine Frau muss nicht arbeiten. Ich sorge dafür, dass meine Frau nicht arbeiten muss. Wenn eine Frau arbeiten musste, war das eher so, was ist los mit dir? Was bist du für ein Mann? Warum muss deine Frau arbeiten? Also es war eher so schlecht. Lieber hat man Geld gespart wie ein Blöder, konnte sich keinen Urlaub leisten, bevor die Frau nur irgendwie arbeiten musste. Es waren halt andere Zeiten. Der Fall war. Das heißt, früher haben sich Frauen vor allem um den Haushalt gekümmert, die Familie, die Kinder, haben gekocht, all sowas. Und wenn die Männer dafür verantwortlich waren, dass das Geld ins Haus kam, die haben gearbeitet, die waren dann teilweise unter der Woche weg. Und daraus hat sich eben eine relativ starke Abhängigkeit gegeben. Also Frauen damals ab 1960 und eben früher konnten sich Eheschließungen beispielsweise gar nicht leisten, weil sie selber eben keinen Beruf und damit kein eigenes Einkommen hatten und deswegen von dem Mann abhängig waren. Also ganz egal, ob man sich in der Ehe jetzt geliebt hat oder ob man zufrieden mit seinem Ehepartner war, so eine Ehe war essentiell, weil es wichtig war, weil die Frau eben das Einkommen des Mannes brauchte, aber um Liebe oder um romantische Vorstellungen ging es da eigentlich gar nicht wirklich. Andersherum war es so, dass auch viele Männer abhängig von den Frauen waren. Also ich weiß nicht, wenn ihr euren Opa mal fragt, macht das gerne mal, wenn ihr noch einen habt. Bei sehr, sehr vielen ist es beispielsweise so, dass die gar nicht wissen, wie man kocht oder auch viele andere Dinge, beispielsweise wie man die Wäsche macht. Vielleicht heutzutage... Nachdem meine Oma gestorben ist mit 65, war mein Opa erstmal sehr verwirrt, so was mache ich jetzt eigentlich alles. Ich kapiere das Ganze nicht und es war sehr viel sehr hart. Aber meine Großeltern, die waren auch nicht wirklich, hatten keine gute Ehe. Also die haben wirklich viel gestritten, sind sie aus dem Weg gegangen am Ende nur noch. Also es war halt einfach so Zweckding halt, ne? Heutzutage haben sich das viele nachträglich noch beigebracht. Ganz früher war es aber nicht üblich, dass der Mann wusste, wie man diese Dinge eben erledigt, wie man einen Haushalt schmeißt, wie man alleine wohnt. Es ist übrigens heute oft so, dass wenn sich Ehepaare im höheren Alter scheiden, also der Generation von damals eben noch, im Alter von 60, 70, 80, dass die Männer oftmals sehr aufgeschmissen sind und deswegen oftmals dann eben auch ins Altersheim gehen müssen oder eben bestimmte Pflegestellen dürfen, weil sie nicht wissen, wie man für sich sorgt, weil das eben damals immer die Frau gemacht hat, was ich super faszinierend finde. Aber daraus, wie ich das eben schon öfter erwähnt habe, hat sich eben eine super krasse Abhängigkeit ergeben und es ging nicht darum, dass man sich wirklich liebt. Also sicherlich. Nee, also nur war cool, wenn, aber war kein Muss. Auch, ne, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie jedes Ehepaar unserer Großeltern und Urgroßeltern sich nicht geliebt hat und sich nicht unterstützt. Da gibt es auch absolut Fälle, bei denen das der Fall ist, die super als Team funktionieren. Beispielsweise meine Großeltern, da ist es so. Aber ich kenne aus meiner Familie eben auch andere Fälle der noch älteren Generationen, da sah eine Ehe gar nicht so schön aus. Und da ging es gerade auch der Ehefrau gar nicht so gut. Es war damals natürlich auch ein sehr krasser Ballast, wenn man als Frau teilweise eben sogar verheiratet wurde mit Männern, weil es eben gesellschaftlich von einem verlangt war, dass dann eben Familie gegründet wird und so weiter. Das ist nicht so schön wie das... Also als Frau früher keine Kinder bekommen wollen, ganz schwieriges Thema. Ich finde die heutige Welt da viel cooler, dass eben beide machen können, was sie wollen, dass beide ihr Geld verdienen, dass beide selbstständige Menschen sind und entscheiden können, wollen wir ein Kind oder gar keins, wollen wir 5 Kinder, 12 Kinder oder gar keins, wollen wir viel Urlaub machen oder nicht, wollen wir Karriere machen oder lieber minimalistisch bleiben. Man kann machen, was man will und ich finde, es ist klar, das kann einen sehr verwirren. Ich glaube, viele Menschen sind deswegen hardcore überfordert vom Leben, aber ich glaube, dass eben auch super viele Menschen einfach, ja, glücklicher sind, so, weil sie einfach mehr das durchsetzen können, was sie wollen. Damals der Fall war. Das heißt, nur weil es früher viel weniger Trennungen gab, heißt es nicht, dass die Leute in ihren Ehen glücklicher waren oder das Konzept Liebe besser verstanden haben. Ihr müsst euch vorstellen, bis zum Jahr 1977 gab es noch die Schuldfrage zu klären bei einer Trennung. Das heißt, es wurde wirklich quasi überprüft, wer an dieser Trennung Schuld hat. Und ganz früher war es tatsächlich auch öfter so, dass eben die Schuld den Frauen zugesprochen wurden, weil die Frauen eben weniger Rechte hatten und es denen eben einfacher in die Schuhe zu schieben war. Ganz früher Jahrhundert... Ich glaube auch, Wettner, musstest du nur sagen,
die hat mich nicht mehr rangelassen. Und dann war das schon eine gute Schuldfrage. So, ja, da würde ich aber auch Schluss machen. Also früher war es übrigens sogar so, dass Frauen, die eine Trennung wollten oder die eben gesündet haben, indem sie fremdgegangen sind, dass sie dafür sogar zu Tode verurteilt werden konnten. Also das zeigt nochmal dieses krasse Ungleichgewicht auch zwischen Mann und Frau, was ich halt bis heute absolut crazy finde. Und wir sind ja auch immer noch nicht an einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, dass die Frau schon völlig gleich emanzipiert ist. Das ist ein Prozess und da hat sich schon super vieles getan. Aber wir sind natürlich noch längst nicht am Ziel angekommen. Aber ihr müsst euch vorstellen, im Jahr 1950 und 1960, also es ist gerade mal so 60 Jahre her, war es eben super problematisch, sich zu trennen und viel, viel schwieriger. Finde ich super spannend. Wie ich es eben schon erwähnt habe, ist es heutzutage eher so, dass Menschen aus romantischen Vorstellungen eine Ehe schließen und eben nicht mehr aus Gründen einer Zweckgemeinschaft. Also viele glauben an das Konzept der Liebe und sagen eben, dass man sich die ewige Treue schwört, dass man für immer zusammenbleiben möchte und es gibt dieses romantische Bild. Das Problem daran ist, dass diese romantischen Gefühle mit der Zeit nachlassen. Das heißt, im Grunde ist fast das Konzept einer Ehe, die quasi auf einer wirtschaftlichen und strukturellen Basis basiert, ist fast sogar klüger, das Konzept der Ehe von früher, als das heutzutage zu machen, weil das Fundament von heute, und zwar romantischen Gefühlen, das ist ein viel, viel wackeligeres Fundament, weil diese Gefühle eben super schnell nachlassen. Ich kann das hier nicht im Detail... Nachlassen können, müssen nicht. Gibt safe auch noch die Lieben, die wirklich ewig halten oder die aber gar keinen Bock haben, auch sich neu zu verlieben und auch gar nicht suchen und überhaupt gar nicht Augen offen lassen und wollen lieber halt zusammen halt immer mehr aneinander wachsen und so weiter. Gibt es bestimmt alles drum und dran noch. Und ich glaube auch, dass diese Idee von lasst das Gesetz, also zum Beispiel, dass man steuerliche Vorteile bekommt durch Ehe und irgend so ein Dreck, das finde ich alles total hirnrissig, macht gar keinen Sinn, das ist Unsinn. Und auch das Versprechen, so kirchlich, so ich verspreche Gott, dass wir uns immer lieben. Feierlich versprechen, vor seinen Freunden, vor seiner Familie, verstehe ich voll. So, aber vom Staat oder vor Gott, es geht doch denen nichts an. Also, das ist doch, keine Ahnung, verstehe ich irgendwie nicht so. Aber vor Freunden, vor Familie, wir feiern zusammen unsere Liebe so, wir versprechen der Familie so, dass wir füreinander da sind, das ist doch süß. Erklären, weil ich A, kein Experte auf dem Gebiet bin und B, das Ganze physiologisch zu erklären auch viel zu lange dauern würde. Aber ich kann das relativ einfach für euch runterbrechen. Es ist relativ einfach, wenn man sich verliebt. Man kennt das, dieses Gefühl, man ist auf Wolke 7 und trägt diese rosarote Brille und hat sich in irgendwen krass verknallt. Es fühlt sich richtig gut an. Dieses super starke Gefühl, das lässt, weil es ein biochemischer Prozess ist, der dann mit einem im Kopf passiert, dieses Gefühl lässt nach einigen Wochen nach. Man hat dann immer noch so eine Nachverliebtheit und man kann sich zu dem Partner auch immer noch hingezogen fühlen. Aber spätestens nach 2, 3, 4 Jahren setzt irgendwann eine gewisse Gleichgültigkeit, eine Selbstverständlichkeit ein. Die Gefühle sind nicht mehr so stark da. Also evolutionsbiologisch ganz einfach runtergebrochen, macht die Ehe theoretisch keinen Sinn. Also die Ehe ist tatsächlich eher eine Art kulturelles Produkt oder eben auch sowas wie Treue. Finde ich aber gar nicht. Da bin ich irgendwie ein anderer Mensch scheinbar. Also bei mir ist es so, ich schreibe es ganz kurz, total aufregend und fast schon eklig. Man ist viel zu nervös, man traut sich nichts, man hat Angst, irgendwas zu sagen, was Falsches zu sagen, einen falschen Eindruck zu machen. Man ist noch ein bisschen zu verschlossen und so weiter. Das ist so ein Kennenlernen-Ding. Und da ist es manchmal auch eine Mischung aus irgendwie Sexualempfinden, so boah, ist halt einfach ein attraktiver Mensch, würde ich gerne schlafen, so mit dieser Person. Oder halt auch so ein bisschen so, ich würde irgendwie neugierig, so was ist denn da noch dahinter, erzähl mir mehr von dir. So Kennenlernphase einfach noch. Und es ist dann alles nur so, entweder sexuelle Spannung gemischt mit, wer bist du, ich will dich kennenlernen. Und einfach alles ist aufregend, man hat auch voll viel Schiss, so sich preiszugeben. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt haben wir uns kennengelernt, ich traue mich jetzt aufzumachen. Und es geht bei manchen schneller, bei manchen weniger schnell. Bei mir meistens unterschiedlich. Manchmal nach wenigen Stunden, manchmal auch nach vielen Wochen, Monaten erst und so. Deswegen ist es manchmal auch eklig, wenn ich gefragt werde, sowas wie, was ist denn zwischen uns eigentlich? Und ich bin auf einem Punkt, wo ich sagen kann, gar keine Ahnung. So, wir haben noch gar nicht aufgemacht. So. Aber wenn man irgendwann diesen Punkt hat, wo man aufmacht und wirklich einfach aufhört, sich zu verstellen, man ist wirklich komplett man selbst, komplett. Also alle peinlichen Sachen, alles, was irgendwie schräg ist, was nicht normal ist, wo man eigenartig denkt, auch böse Gedanken, sagt so, wow, da bin ich ein ganz schönes Arschloch manchmal in dem Moment, wenn ich sowas denke. Einfach alles kann man raussagen, die andere Person versteht es, kann es nachvollziehen, kann es einordnen, versteht dich immer mehr als Mensch. Dann festigt man sich so krass ineinander, dass ich sagen würde, die Liebe, richtige, tolle Liebe, ist nicht beim Kennenlernen und nicht nach einer Woche. Wahre Liebe entsteht erst nach Monaten und nach so einem halben Jahr wird es so richtig fest, dass man ein richtig krasses Team, so man zusammen gegen die Welt, so. Und dieses Feeling muss halt eben bleiben, so wir beide, wir kennen uns in- und auswendig, wir können alles sagen, wir können alles, wir wissen einfach, wie wir sind und wir trauen uns, alles auszusprechen. Das ist das Allergeilste. Das ist das Beste, was man haben kann. Und das geht erst nach einem halben Jahr locker oder so. Dann hat man so eine Einheit. Und dann muss man hoffen, dass das Ganze immer fester und besser und immer mehr hält, dass man immer mehr zusammenarbeitet und nie gegeneinander. Und wenn doch, dass man dann irgendwie daran arbeiten kann und nur mal feststellt, das Ganze hält irgendwie nicht mehr, man bereichert sich nicht mehr, dann macht das Sinn, Schluss zu machen. Aber nicht, weil irgendwelche komischen Hormonscheiße nicht mehr funktioniert oder weil man irgendwie nicht mehr Herzpochen bekommt. Natürlich hat man kein Herzpochen mehr. Natürlich geht man irgendwann nach Hause und ist so, yo,
da ist sie, so. Aber man ist so, da ist sie, so. Nicht, Mann, wäre cooler, wenn eine andere wäre, sondern einfach so, ich will nur die da haben, ich will keine andere Person in meinem Leben. Und das ist das Allercoolste, wenn man das hinbekommt, das habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben auch gehabt, dass nach 2 Jahren Beziehung ich immer noch dachte, so, da ist sie, so, perfekt. Das soll auch keine andere sein. Dass, wenn ich mich zusammen im Spiegel sehe mit der Person, so, genau, diese Person muss hier neben mir stehen. Die und keine andere. Und das ist das Allertollste. Und das gibt es. Das ist Quatsch. Also dieses Liebe, das ist am Anfang ist für mich eher was Sexuelles von mir aus noch. Oder irgendwie so Abenteuer, Aufregung so. Aber ich bin froh, wenn das weggeht, weil das stresst mich auch nur. Ich will diese Ruhe haben. Ja, deswegen, das... Ich glaube, da bin ich mit Jonas nicht ganz einer Meinung, was das angeht. Aber ich bin gespannt. Wir gucken mal weiter. Was wir uns gleich auch noch genauer anschauen. Ich sage nicht, dass das irgendwie schlecht wäre oder dass das ein Problem wäre, aber es ist eben nichts rein Natürliches. Also der Mensch ist nicht von Natur aus dazu bestimmt, ein monogames Beziehungskonstrukt zu führen, was für immer anhält. Und lass dich darüber streiten. Aber ja, manche Personen bestimmt nicht, andere Personen bestimmt schon. Ich glaube, das kommt auf Mensch drauf an. Aber manche, glaube ich, sind echt nicht für Monogamie gemacht. Sind sie wirklich nicht. An sich nicht betrügt. Das einfach dahingestellt. Also auch das ist eben zur Erklärung ein Grund dafür, warum die Scheidungsquote höher ist als früher, weil eben der Grund für eine Ehe mittlerweile ein ganz anderer ist, als es früher der Fall war. Mittlerweile müssen Frauen sich nicht mehr Männern anschließen, weil sie von ihnen finanziell abhängig sind. Und Männer müssen auch mit Frauen nicht zusammenkommen, weil sie keine Ahnung mehr davon hatten, wie man kocht oder wie man einen Haushalt schmeißt. Diese Abhängigkeiten gibt es nicht mehr. Zwecks einer Familiengründung das schon noch. Es ist schon eher üblich, dass zwei zusammenkommen, um eine Familie zu gründen. Aber auch das ist theoretisch nicht mehr zwingend notwendig und wird sie in den nächsten Jahren auch noch weiter auflockern, da bin ich mir sicher. Es ist also heute wirklich eher ein romantisches Konstrukt, dass man sagt, ich habe mich verliebt und ich möchte mit meinem Ehepartner für immer zusammen sein und deswegen verheiraten wir uns. Aber genau dieses Gefühl, das kann eben relativ schnell nachlassen. Wir gucken uns jetzt aber mal das Thema Beziehung genauer an. Warum ist es so, dass wir das Gefühl haben, dass es heutzutage viel, viel schwerer ist, sich zu verlieben? Ich konnte übrigens, um das mal ehrlich zu sagen, ich habe es versucht, aber ich konnte nicht herausfinden. Es gibt keine Statistik, oder ich habe keine Statistik gefunden zumindest, die das belegt oder widerlegt. Ich habe einige Seiten gefunden, da ging es schon darum, dass es sozial und psychologisch so ist, dass gerade junge Menschen eben heutzutage mehr Schwierigkeiten haben, sich auf Beziehungen einzulassen, mehr strugglen, mehr nachdenken. Diese Konstrukte wie, ja, ey, ich will das erstmal locker angehen lassen oder ey, ich bin noch nicht ready für eine Beziehung. Das ist heutzutage wohl mehr, als es früher der Fall war. Aber ich habe dazu leider keine genaue Statistik und keine genaue... Also es locker angehen lassen, bin ein riesen Fan davon. Also bis zu einem Punkt, wo man merkt, okay, jetzt trauen wir uns mal wirklich, uns richtig kennenzulernen, so richtig so. Dann finde ich persönlich, kann man über Beziehungen sprechen. Aber so wow, wir kennen uns eine Woche, wir lieben uns, lass Beziehungen machen, finde ich manchmal, also klar, am Ende muss man sowieso entscheiden und go, so. Also du hast eine Entscheidung am Ende zu fällen, so. Aber wenn du sagst, ich weiß nicht, dann verlierst du einen Menschen natürlich irgendwann. Und bei mir war es auch so, bei letzten Beziehungen zum Beispiel, wurde mir auch stark abgeraten von der Beziehung von vielen Leuten, weil ich war viel älter, so. Das kann nicht funktionieren, weil zu jung, zu alt, da hat man verschiedene Interessen, man ist verschiedene Stadien in seinem Leben, das kann zu Streit führen. Der eine ist viel reifer und schon viel mehr erlebt, der andere macht die Anfängerfehler in der Beziehung. Das kann halt alles sich reiben und gefährlich werden. Aber am Ende ist es so, ich muss eine Entscheidung treffen. Wenn ich das Gefühl habe, kacke, mir entgeht da eine Chance und ich würde es immer bereuen, weil ich nie wüsste, was ist die Wahrheit. Ich habe es nie rausgefunden. So. Ich habe einfach aus einer blöden Angst, dass es eventuell nicht klappen könnte, weil alles natürlich zu groß ist, sage einfach nein. Das ist Quatsch. So, du musst Entscheidungen fällen. Das heißt, ja, irgendwann musst du halt darüber nachdenken. So, versuche ich es oder versuche ich es nicht? Und ich persönlich sage, sobald man das Gefühl hat, so, ich will gar keine andere Person oder irgendwie momentan will ich auch gar keine andere Person treffen. So, ich will nur was mit der zu tun haben oder irgendwie so, ich merke einfach, ich würde es hardcore bereuen, jetzt nein zu sagen und diese Chance zu verpassen, dann musst du ja sagen. Hilft halt gar nichts und rausfinden, was die Wahrheit ist. Und so danach was besser. Klar, Schluss machen oder eine Trennung ist immer kacke, aber man muss halt einfach wieder ins kalte Wasser springen, hilft halt nichts. Mutig sein und nicht zu zaghaft oder diese Idee, ich verpasse was, weil es gibt 1 Milliarde Menschen da draußen. Und natürlich kannst du dir immer die Frage stellen, vielleicht ist da noch jemand besser und noch jemand besser oder hier ist noch, wird das eine andere Erfahrung oder hier die Person, würde diese Seite von mir mehr verstehen oder keine Ahnung was, du kannst ja immer alles in Frage stellen. Da wird man ja nie glücklich und du kannst nie alles im Leben mitnehmen. Irgendwas wirst du sowieso verpassen und deswegen, ja, muss man einfach gucken, wo hast du ein gutes Gefühl und dann mutig mal auch sein. Und Zahlen rausgefunden. Ein ganz entscheidender Punkt, warum Beziehungen heutzutage schwieriger sind als früher, ist, dass das Leben für uns heute, das hat sich in den letzten Jahren eben so krass verändert, das Leben ist ein sehr krasser Vergleichswettbewerb geworden. Wir befinden uns alle in einem dauerhaften Selbstoptimierungsdrang. Das erkläre ich euch jetzt mal gerade genauer. Das hat einerseits damit zu tun, dass heutzutage alles viel, viel schneller passiert. Also das Leben ist viel, viel schnelllebiger geworden. Das hat tatsächlich auch viel mit Smartphones zu tun. Kommunikation beispielsweise ist viel, viel schneller geworden. Während man sich ganz früher noch Briefe geschrieben hat, haben wir in den letzten Jahrzehnten die Fähigkeit gewonnen, uns E-Mails, also elektronische Post zuzuschreiben.
schicken und wir bekommen Antworten teilweise sekundenschnell. Das setzt uns Menschen leider unter dauerhaften psychischen Druck. Also nicht nur, dass wir uns E-Mails schreiben können, sondern dass grundsätzlich alles so viel schnelllebiger geworden ist. Und eben, dass wir dauerhaft das Gefühl haben, wir müssen uns selbst optimieren. Darauf haben beispielsweise eben auch die sozialen Medien einen großen Einfluss. Wir leben eben in dieser krassen Vergleichskultur, in der wir eben dauerhaft danach schauen, wie richten andere ihr Leben aus und wie ist das bei uns der Fall. Und da bin ich mir sicher, dass es euch auch schon aufgefallen, wie crazy das heutzutage ist, wie viel schneller heutzutage alles geht und wie krass man das Gefühl hat, man muss sich selber auch so krass anpassen. Heutzutage haben super viele das Gefühl, sie müssen jede Woche zum Nagelstudio rennen, um sich neue Nägel machen zu lassen, weil die alten nicht mehr gut genug sind. Super viele Menschen wollen jedes halbe Jahr eine neue Frisur haben, eine neue Haarfarbe, weil die alte plötzlich nicht mehr gut genug ist. Ganz viele Menschen weg. Auch da muss man erwachsen werden, sag ich. Bullshit. Werdet erwachsen, alle miteinander. Weil dieses Vergleichen, das ist das Dümmste, was du machen kannst. Auch beruflich gesehen, by the way. Vergleich dich gerne mit dir selbst. Ja, ja. Gucken, bin ich einen Ticken besser geworden in irgendwas? Habe ich mich da verbessert? Wie kann ich mich verbessern? Was habe ich früher falsch gemacht? Und so weiter. Klar, klar. Und natürlich kann man sich bei Inspirationen holen und so weiter. Aber auf keinen Fall darf man ständig wie ein Blöder gucken, was hat der? Und das vor allem für die Wahrheit halten. So krass, der macht ständig Urlaub. Krass, der schreibt dauernd so gute Noten. Krass, der macht so viel Kohle. Krass, der hat immer die schönsten Frauen oder die geilsten Autos. So ein Bullshit. So ein Quatsch. Was wichtig ist, dass du dir selber Ziele setzt. So, was will ich? Was ist für mich wichtig? Was will ich eines Tages erreichen? Mit welchem Gefühl will ich eines Tages ins Gras beißen, welche Dinge will ich gesehen haben und wie erreiche ich das? Was ist unmöglich? Wo übertreibe ich auch? Wo muss ich auch einsehen, dass ich manchen Dingen auch einfach zu kurz geraten werde, weil es nun mal nicht in meiner Möglichkeit ist. So nicht jeder kann Astronaut werden oder keine Ahnung was, aber ich finde, man muss wirklich tatsächlich zusammenreißen und erwachsen werden, so dass man sagt so, hey, boah, ich muss mich so krass optimieren, also irgendwas wie ich sehe jetzt Sascha Huber, der hat so krasse Muskeln, ich will auch so kranke Muskeln, werde ich nicht bekommen, unmöglich, weiß ich jetzt schon, so unmöglich, dass ich mal so ein Bodybuilder werde, warum? Weil ich es gar nicht möchte, so will ich auch gar nicht, oder klar beneide ich mal jemanden, der voll geil Klavier spielen kann, werde ich nie können, warum? Weil ich musikalisch gar nicht so interessiert bin, dass ich sowas mal irgendwann so krass was lerne, aber wo bin ich drin interessiert? Ja, in Videos machen, in Comedy, in Unterhaltung, in Freude machen und so, und dann steige ich mich wieder da rein, und wenn ich mal ein bisschen auch gesund werden will, dann kann ich mal ein bisschen Sport machen und so und auch gerne was für meinen Körper tun. Und natürlich kann ich auch mal in den Spiegel schauen und sagen, was gefällt mir mein Aussehen nicht, vielleicht will ich ja mal ein Tattoo haben oder nicht. Aber halt dieses total Vergleichen mit allen Leuten, da bist du ja wahnsinnig. Nee, das darfst du nicht machen. Ich finde, da muss man erwachsen werden. Wechseln viel, viel schneller ihre Berufe. Das ist meistens ein richtiges Berufshopping geworden. Alle 2-3 Jahre einen neuen Arbeitgeber finden, weil der nächste Arbeitgeber vielleicht besser sein könnte als der davor. In jeglichen Lebenslagen, egal was ihr euch anschaut, haben die Menschen das Gefühl, sie müssen sich optimieren, es muss besser werden. Egal, auf was ihr das übertragt. Aber warum? Beim Ende des Lebens machst du dann 1000 Jahre Optimierung und dann stirbst du. Ja, toll. Juhu. Du musst doch leben, Mann. Keine Ahnung. So, du musst mal Schwachsinn kaufen, der voll unnütz ist. Sagst du, brauche ich nicht oder ist keine Wertanlage, Kapital irgendwie, bla bla bla. Nix da. Wenn du mal Bock hast auf irgendeinen dummen Dreck, wie so, ich hab Bock, 300 Euro Lego Hogwarts Schloss zu kaufen, dann kauf das. Dann bau das auf und freu dich drüber, wie geil es am Ende aussieht, wenn du ein Harry Potter Fan bist. Oder wenn du gerne Podcasts hörst, dann baller die durch, hab Spaß dran. Oder was, keine Ahnung, leb doch einfach so ein bisschen. So, klar muss man viel arbeiten, viel tun, aber lebe. Verdammte Scheiße. Die Welt wird viel, viel schnelllebiger. Auch eben durch die Digitalisierung und durch die Globalisierung. Das übertragen wir aber eben super krass auch auf unseren Lifestyle und unser Leben und unser Ich. Und eben auch, und das ist ganz entscheidend, auf die Liebe und auf Beziehungen. Um es jetzt in der Praxis zu erklären. Einerseits ist diese Schnelllebigkeit natürlich ein totales Problem für Beziehungen. Wenn wir dauerhaft das Gefühl haben, dass eine Beziehung vielleicht jetzt gerade nicht mehr gut genug sein könnte. Dadurch, dass wir eben in dieser Optimierungswelt leben und das Gefühl haben, ist unser Partner vielleicht wirklich gut genug? Oder ist vielleicht jemand anderes besser? Beispielsweise haben eben die sozialen Medien einen riesigen Einfluss darauf. Wenn man es ist immer wer besser. Also, als ob man diese Chance, also klar, Glückwunsch an alle, die es schaffen, die zufällig diesen einen Menschen treffen, der optimal Premium ist. So. Aber irgendwas ist ja immer ein bisschen nervig oder kann einen ärgern oder muss man Kompromisse finden. Das ist ja auch normal. So. Man darf nicht unglücklich miteinander werden. Das ist wichtig. Und es sollte eher eine Bereicherung sein. Dann bist du schon so gut dabei. So, das ist schon so Premium, wenn du Menschen findest, wo du merkst, hey, der ist eher eine Bereicherung. So. Also ich bin... Man hat mehr gute Tage und man ist deutlich glücklicher mit dieser Person, als wenn sie weg wäre. Dann ist es optimal. So, dann nicht sagen, jetzt noch eine bessere Person oder mittlerweile hat er ein bisschen eine Plauze und kein Sixpack mehr. Vielleicht doch jemand mit einem mit Sixpack. Ey, da wirst du ja wahnsinnig. Da drehst du ja irgendwann durch. Das ist so, als würdest du dir ein geiles Auto kaufen und sagen, naja, aber ist ja nur ein 3er BMW. Ich könnte ja auch einen Porsche haben. Na und, der 3er BMW ist doch trotzdem eine geile Karre. Reiß doch mal zusammen. So, keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen kindisch, wenn man immer und immer und immer und immer mehr will. Noch besser und noch besser. Mir ist das ein bisschen schwierig. Ich bin halt alleine auch ultra glücklich. Ja, das ist auch voll geil. Sei froh. Wer ist schon alleine ultra glücklich? Die meisten Menschen scheißen sich voll ins Hemd, wenn sie Single sind oder so. Aber ich bin halt auch alleine sehr glücklich. Das heißt, für mich
ich habe kaum Anforderungen an meine Partnerin. So, am Ende will ich, dass sie glücklich ist. Ich muss merken, dass ich sie glücklich mache mit dem, was ich bin, mit dem, was ich mir wünsche, meine Ziele so, dass wir beide ungefähr die gleiche Vorstellung haben, wo wir mal hinwollen oder wenigstens, dass wir uns da finden können. So. Wenn der eine, sagen wir mal, wenn ich zum Beispiel irgendwann mal ein echt ein hübsches Haus haben will und der andere sagt so, nee, ich würde gerne Bock, eine Holzhütte in Bali zu leben, dann haben wir halt ein Problem. So. Oder wenn ich sage so, maximal 2 Kinder und der andere sagt so, nee, ich will unbedingt 12 haben, dann haben wir halt ein Problem. So, aber das ist halt, das ist klar, sowas muss natürlich auch passen, logisch. Aber solange man halt irgendwie, ich weiß nicht, ja. Aber klar, am Ende ist natürlich alles mal schwerer, als man es sagen kann. Aber ich glaube fest daran, dass ich irgendwann mal eine Person finden werde, wo man einfach zusammen miteinander lebt, bedingungslos, forderungslos, so. Man fordert einfach nichts. Man hat einfach so, es passt so, wie es ist. Es ist einfach. Man lebt zusammen, man stützt sich gegenseitig, man ist voneinander da, wenn es mal drauf ankommt. Und wenn man einfach zusammen sein Ding macht, so, das würde ich einfach mir wünschen. So, wir beide gegen die Welt. Nix da, du musst mich glücklich machen, du musst Überraschungen für mich haben, du musst immer sexy für mich sein oder du musst immer wollen, wann ich will und das tun, was ich möchte. Bullshit. Ja, was für ein Bullshit. Wenn ich Bock auf Feiern habe und sie sagt nein, dann gehe ich halt alleine. Und wenn sie Bock hat, keine Ahnung, bowlen zu gehen und ich bin so, boah, gar keinen Bock, dann mach sie halt alleine. So, man muss nicht alles zusammentun. Also, das ist so, jeder braucht sein Ding. Ach, keine Ahnung. Durch sein Instagram-Feed scrollt. Mein Feed gerade ist so scheiße. Ich schwöre euch, bei mir werden die ganze Zeit aktuell irgendwelche Mädels angezeigt, so ungefähr in meinem Alter, denen ich eben nicht folge, wo steht, ey, kennst du sie vielleicht, willst du ja folgen? So jedes dritte Bild ist irgendein Mädel mit natürlich einem total bearbeiteten Gesicht, vielleicht sogar irgendwie im Bikini, sonst irgendwas. Und scheinbar bleibe ich bei diesen Fotos auch noch immer länger hängen, weil sonst würden die mir nicht immer neu angezeigt werden. Aber gerade deswegen werde ich die ganze Zeit mit neuen Frauen konfrontiert, die ich gar nicht kenne. Aber die ganze Zeit könnte, wenn ich jetzt in einer Beziehung wäre, in meinem Kopf der Gedanke entstehen, hey, die sieht ja auch voll gut aus. Vielleicht, auch wenn das jetzt gemein klingt, vielleicht ist sie ja besser als meine aktuelle Partnerin. Also nur Aussehen, Mann. Gut, da bin ich ein bisschen, also ich weiß halt, so ein Ultramodel, ganz ehrlich, so ein Ultramodel gehört dir nicht allein. Da haben so viele Menschen Interesse daran. Also genauso an auch alle Frauen da draußen. Meine Oma hat immer gesagt, ein schöner Mann gehört dir nicht allein. Zu meiner Mom. So, weil so ein richtig schöner Mann, der hat Auswahl. So, und das ist halt einfach so, ich weiß nicht, vielleicht muss man auch ein bisschen vorsichtig sein bei diesen ganz richtig schönen Menschen. Weil da kann man sich selbst die Finger verbrennen. Und ich glaube, man ist ja nicht gut bedient auf Dauer. Also manchmal hat man da, glaube ich, ein Standbild. Könnte ein Meme werden. Was ist das für ein Meme? Wenn du um 3 Uhr nachts dir einfällt, du hast den Ofen nicht ausgemacht. Da haben die sozialen Medien eben einen riesigen Einfluss drauf. Aber eben auch das Leben an sich. Also ständig ändernde soziale Umfelder. Man zieht dauernd an neue Orte. Die Menschen ziehen heute viel. Also ich sehe auch oft Bilder von schönen Frauen, bin so, wow, was für eine Granate. Aber die Idee zu sagen, ich schreibe jetzt an, vielleicht läuft ja was. Ach Bullshit, warum sollte die Interesse an mir haben? Viel, viel öfter um als früher. Man lernt viel, viel mehr Menschen kennen und hat eben viel, viel mehr Vergleiche und eben diesen Drang, sich dauerhaft zu optimieren. Meine Fingernägel sind nicht gut genug, also sollte ich ins Nagelstudio rennen und mir neue machen lassen? Und vielleicht ist auch mein Beziehungspartner nicht mehr gut genug. Der Zweifel daran, ob der Beziehungspartner noch gut genug ist, ist heutzutage so groß wie nie früher. Weil wir in dieser krassen und wahnsinnigen, schnelllebigen Vergleichskultur leben. Es ist eine sehr, also stimme ich mir schon zu, ich glaube, viele haben da ein Problem. Viele haben ein sehr großes Problem. Aber das Wichtigste ist, dass man einem klar wird, Mann ist das Problem, nicht der Partner. So, dass du sagst, so, ich glaube, ich spinne gerade hier wirklich rum und ich springe von Beziehung zu Beziehung. Also wenn du feststellst, nichts klappt für dich immer, du bist immer während der Beziehung schon gucken, wo ist die nächste oder wo ist die nächste Person, die noch besser ist, dann hast du ein Riesenproblem. Das darf es nicht sein. Du musst schon der Beziehung die Chance geben und sich darauf einlassen, komplett so. Also bei mir ist es so, wenn ich anfange, wenn ich merke, ich suche oder meine Augen sind offen, ich gucke nur ein bisschen oder irgendwie auf der Straße schaue ich Menschen hinterher doch wieder, dann bin ich schon skeptisch, was ist hier los, warum zum Geier bin ich suchend? Und auch ganz krass finde ich verteidigend, wenn beste Freunde was sagen, sowas wie, deine Freundin ist aber schon ein bisschen schlampig und ich habe gar keine Verteidigungsmove, so im Sinne von so, das stimmt doch gar nicht, sondern eher im Sinne von so, echt, ist wirklich so, gell? Also ich habe irgendwie Interesse daran, Dinge zu hören, was nicht stimmen könnte, das ist auch mal für mich ein richtiges Warnsignal. So, was ist los mit mir? So, warum bin ich nicht zufrieden? Warum nicht? Und da ist ganz wichtig, man muss reden können darüber. So ich habe momentan das Gefühl, es läuft nicht ganz rund. Wir müssen mal schauen, woran liegt es, was könnte passieren und so. Aber solange man miteinander reden kann, ist, glaube ich, noch nichts verloren. Aber man muss halt miteinander reden können, das ist schon sehr wichtig. Darüber habe ich mir vorher noch nie so genau Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber auch hier kann ich nur sagen, vielleicht habt ihr mein Video über die sozialen Medien sind Gift schon gesehen oder nicht, aber auch hier muss ich wieder sagen, es kann sich lohnen, mal Instagram oder TikTok für eine Zeit abzuschalten. Das kann schon sehr gut tun, diese Zeit vielleicht zu nutzen und mit seinem Partner zu verbringen. Beispielsweise Dating-Apps haben auch einen sehr, sehr großen Einfluss. Auch hier ist es so, früher war es nicht möglich, dass man dauerhaft irgendwelche Menschen am Laufband über so ein, das ist ja wirklich ein Laufband, es ist ja dieses Swipe nach links, nach rechts, kannst die
ganze Zeit, du kannst quasi eine ganze Liste an möglichen potenziellen Beziehungspartnern sehen. Und selbst wenn du schon in einer Beziehung bist und gar nicht so eine App installiert hast, das Wissen, dass es diese Apps gibt und der Gedanke daran, ah, vielleicht ist da ja eine Person, die besser sein könnte, der kann manchmal schon ein minimaler Funkenauslöser sein, um ein gesamtes Beziehungskonstrukt ins Wackeln zu bringen. Ein anderes großes Problem ist übrigens auch, dass sich die Menschen heutzutage schlechter zuhören als früher. Auch das hat mit der Kommunikation zu tun, die einfach schlechter geworden ist. Die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen ist viel geringer geworden. Eben auch durch Apps wie TikTok und so weiter. Ich kenne super viele in meinem Alter, die können gar keine 90-minütigen Filme mehr gucken, ohne ans Handy zu gehen. Und Ähnliches gilt tatsächlich auch bei Beziehungen und der Kommunikation. Menschen können schlechter miteinander kommunizieren. Was eigentlich voll der Schwachsinn ist, weil eigentlich gibt es ja die ganzen sozialen Medien, um miteinander zu schreiben und all das zu tun. Aber das ich glaube, einen Punkt will er nicht ansprechen, deswegen hole ich den schon mal raus. Was er nicht ansprechen wird, ist, dass früher, glaube ich, waren Menschen noch deutlich bescheidener. Weil es ist so ein Ding, gerade diese Nachkriegsgeneration, die ist ja aufbauend, die will alles verbessern, optimieren und so weiter. Und die Generation danach, wenn alles optimiert ist, haben immer mehr Zeit, sich selbst zu optimieren. Und ich glaube, wir sind halt auch um einiges nicht mehr so bescheiden wie früher. Ich glaube, früher, da war man berufsmäßig auch gar nicht so unter Druck, weil man war so, ja, irgendwas, Hauptsache Kohle kommt her, man hat seinen Scheiß gemacht und so. Sonntag ging man in die Kirche. Ja, ich sag Kirche, manche finden es verwirrend, in Bayern sagt man Kirche. Keine Ahnung, dann geht man früh shoppen mit den Männern, spielt ein bisschen Karten, die Frau schon mal zu Hause, macht Essen, dann geht man nach Hause, dann isst man halt mit der Frau zusammen, dann geht man eine Runde spazieren und ab ins Bett. Man hat nichts hinterfragt, so. Ich sehe doch mal meinen Dad und auch meinen Onkel, alle sind irgendwie so typisch so, man ist halt so. So klar, hat man mehr wohin, aber hey, ist halt so, wie es ist. Hätte ich schon nochmal zur Schule gehen können oder nochmal eine Weiterbildung oder so, aber nee, warum denn so? Man war halt einfach so, pff. Und jetzt ist halt mittlerweile, keine Ahnung, ist bei viel mehr Menschen erstens der Drang drin, reich zu werden, habe ich das Gefühl. Voll viele Menschen wollen reich werden oder beruflich mega glücklich werden. So, ich will einen Beruf, der mir Spaß macht. Und halt die Aussage finde ich schon so, wow, Alter, das war schon mal ein richtig krankes Ziel. Weil einen Job zu finden, der Spaß macht, das ist, vielleicht bin ich ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube, 80% der Menschen auf dieser Welt haben keinen Job, der ihnen Spaß macht. Das ist eine totale Seltenheit, wenn nicht sogar mehr. Welche Menschen lieben denn ihren Job? So, in Deutschland, klar, ist die Quote vielleicht ein bisschen höher, aber weltweit gesehen ultra viele nicht. Warum auch? So, das ist ja, deswegen kriegt man ja Geld dafür, so, weil es halt irgendeiner machen muss. Also es ist halt, das ist schon ein kranker Wunsch. Oder manche wollen halt gesund leben, Sport machen und eben halt ihren perfekten Partner finden und alles drum und dran, das sind schon wild. Am besten wollen sie meistens alles haben. Ich will die Liebe, ich will einen Job, der geil ist und ich will dabei noch richtig gut verdienen, viel Urlaub machen, viele Erfahrungen machen. Das alles will ich. Und das ist schon so, das hat nichts mit Bescheidenheit zu tun. Man will den puren Luxus des modernen Lebens. So geil Geld verdienen, geil Urlaub machen und am besten noch einen geilen Partner dabei haben, der voll lustig ist und der noch einen Antrieb gibt, der immer für einen da ist und einen glücklich macht. Ja, was zum Geier willst du noch? Also das ist schon, das ist ja alles, so das Rundumpaket des Lebens oder was. Das findet viel weniger statt. In Beziehungen sind viel mehr mittlerweile viel intensiver am Handy und es findet kein richtiger Austausch mehr statt. Dabei ist das für eine Beziehung essentiell und wichtig. Wir gucken uns jetzt gerade aber mal Fremdgehen an, weil ich das eben super spannend finde und mich gefragt habe, wenn Beziehungen heutzutage grundsätzlich eben dieses Problem haben, diese Wackeligkeit, diese Unsicherheit, wie ist das beim Fremdgehen? Ist das mehr als früher? Hat sich das geändert? Erstmal vorneweg muss ich sagen, Fremdgehen gab es schon immer. Also selbst im Mittelalter, in der schwarzen, dunklen Zeit damals, gab es Fremdgehen auf jeden Fall. Das war anders verlagert damals. Frauen, das habe ich ja eben schon gesagt, wenn die fremdgegangen sind, dann hat das teilweise dazu geführt, dass sie zum Tode verurteilt wurden. Sehr, sehr crazy einfach, wenn man sich das vorstellt. Bei Männern war das anders. Männern war es schon eher erlaubt, mal zu einem Freundmädchen zu gehen und dieses Ehegelübde eben zu brechen mal. Pausieren. Das nannte man eher pausieren. Das war schon auch verpönt damals, je nachdem, auch was, in welchem Stand man war. Aber es gab es. Also Untreue gab es schon immer. Seit es Beziehungen gibt, gibt es auch Untreue. Beziehungsweise seit es das Beziehungskonstrukt der treuen Ehe gibt, gibt es eben auch sowas wie Untreue. Aber wie gesagt, Genau, weil Fremdgehen ist ja nicht, was existiert. Sondern es ist ja ein menschlicher Ausdruck. Also Tiere gehen ja fremd oder das kennen die nicht. Die machen einfach ihr Ding. Also Tiere denken nicht drüber nach. Zumindest kann man davon ausgehen. So. Menschen haben festgelegt, hey, wie wär's? Wir bilden dieses Konstrukt, also ein Gedankenmodell, Beziehung. Das heißt, man spricht es mit einem Menschen ab, wir sind in einer Beziehung und dann sind wir füreinander da. Das heißt dann aber, wir dürfen keine anderen Menschen mehr Sex haben. So. Und das wäre dann der Bruch diesem Konstrukt. Aber alles ist ja ausgedacht letztendlich. Das ist ja nichts, was irgendwie in den Genen drin ist oder was einer dazu zwingt, weil sonst Gott kommt einen Blitz auf einen Schädel schmeißt, sondern das ist ja ausgedacht alles. Deswegen ist Fremdgehen auch ein ausgedachtes Konstrukt aus Folge dessen letztendlich. Aber ja. Gehen, das gibt es schon immer. Ein paar kleine Funfacts gerade. Erstmal ist es tatsächlich mittlerweile so, dass Frauen statistisch gesehen öfter fremdgehen als Männer. Also, beziehungsweise mehr Frauen gehen fremd als Männer. Finde ich spannend, aber ist jetzt nicht so aussagekräftig und ist vor allem auch nicht wichtig. Also spielt jetzt hier keine Rolle. Ich denke, Frauen haben da mehr Möglichkeiten oder einfache Möglichkeiten. Ich denke, ein Mann muss, und die meisten Männer zumindest, müssen ein bisschen mehr dafür tun, um fremdgehen zu können.
Es geht jetzt nicht darum, mit dem Finger auf irgendein Geschlecht zu zeigen und die Differenz ist auch relativ gering, also ist jetzt nicht wichtig, aber ich wollte es hier erwähnt haben. Außerdem ist es so, dass fast jeder zweite Deutsche, der schon in einer Beziehung war, schon einmal fremdgegangen ist. Jeder zweite. Das ist sehr, sehr krass und eine ganze Menge. Die Anzahl an Fremdgehern, beziehungsweise die Anzahl daran, dass fremdgegangen wird, ist laut Elitepartner und einer Umfrage, die dort gemacht wurde, in den letzten Jahren gestiegen und zwar sehr ordentlich. Also die Anzahl an Fremdgehern steigt von Jahr zu Jahr. Was ich sehr spannend finde, für mich aber so ein bisschen meine persönliche These, dass Beziehungen eben... Aber wenn es mehr als die Hälfte ist oder die Hälfte ist, dann lügen ja scheinbar sehr, sehr viele. Wesentlich wackeliger sind als früher durch dieses Vergleichen, das Dauerhafte und durch die Möglichkeiten, die man hat. Das ist meine persönliche These eben, aber die belegt es auch ganz gut eigentlich. Fremdgehen ist heutzutage einfacher denn je und Fremdgehen ist auch gesellschaftlich akzeptierter denn je. Und Beziehungen sind eben wackeliger denn je. Das alles in einem sorgt dafür, dass mehr Leute fremdgehen. Spannend ist auch, wenn man sich einmal die Motive vom Fremdgehen anschaut. Die sind nämlich bei Männern und Frauen oftmals unterschiedlich. Ah. Nicht immer, man kann auch hier, wie es so oft ist, nicht über einen Kamm scheren. Dadurch, dass es aber bei Männern und Frauen de facto einfach gewisse biologische Unterschiede gibt, auch die sind unterschiedlich ausgeprägt. Ich möchte jetzt hier keine Geschlechterdebatten erzeugen und bitte seht mir nach, wenn ich von Männern und Frauen rede und nicht von anderen Modellen. Hier geht es einfach gerade um die biologische Abtrennung. Aber dadurch, dass es eben gewisse biologische Unterschiede gibt, gibt es eben auch Unterschiede bei den Motiven fürs Fremdgehen. Frauen gehen nämlich tatsächlich eher aus emotionalen Gründen fremd. Das kann eben dadurch sein, dass sich Frauen in ihrer aktuellen Beziehung nicht mehr geliebt genug fühlen, dass sie nicht mehr genug Bestätigung bekommen, dass sie sich vielleicht in jemand anderen neu verliebt haben. Ich würde sogar sagen, ich spüre das sogar. Also wenn ich feststelle, die und die Person ist sehr, sehr, es ist in einer Beziehung, aber ist irgendwie verdächtig nett zu mir, dann habe ich schon immer diese Vermutung, ich spreche es nie aus. Ich habe es einmal gemacht und das darf man nicht. Das nehmen Menschen einen sehr, sehr übel, wenn man diese Mutmaßung stellt. So, hey, kann es sein, dass du in deiner Beziehung nicht gerade nicht mehr ganz zufrieden bist? Da habe ich mich einmal richtig ins Fleisch geschnitten, dass die Person super wütend war, ultra wütend. Und diese Wut hat sogar dann, weil es einfach schon übertriebene Wut war, hat er sogar eher beschädigt, dass ich sogar in so einen wunden Punkt gedrückt habe. Und am Ende hat es sogar rausgeschickt, habe sogar vollkommen recht gehabt, das ist ja egal. Aber es ist halt so, ich habe festgestellt, manchmal merke ich das so irgendwie, manche Frauen sind zu nett. So, du bist doch in einer Beziehung. Eigentlich müsste ja so eine Grunddistanz, so eine gewisse Kühle, die man fühlt, einfach so. Freundlich und nett sein sind ja für viele Menschen, aber einfach dieser eine Schritt drüber, wo man merkt so, das ist irgendwie so ein Ticken mehr noch, so ich spüre da irgendwas. Und da bin ich dann mal schon so super skeptisch, was ist hier los? Meine Beobachtung ist immer sehr, sehr zutreffend, dass ich dann immer merke, so ein halbes Jahr später oder so, ja getrennt, bin so, ich wusste es so, da war ein bisschen mehr irgendwie so. Irgendwas habe ich schon gespürt so, dass da, also nicht, weil ich der Grund bin, sondern einfach nur, ich war einfach einer von vielen Männern, wo einfach mal ein bisschen zu nett war. So, aber ja, worauf will ich hinaus? Ich weiß gerade gar nicht mehr. In Beziehung nicht mehr geliebt genug fühlen. Ach genau, bei Frauen ist was Emotionales. Dass sie sagen so, ich bin momentan unzufrieden in der Beziehung, deswegen strahle ich das aus und dann gehen manchmal mehr darauf ein. Und wenn dann der Punkt kommt so, wow, dieser Mann ist so nett zu mir, wenn erst mein Freund zu Hause mich behandelt wie der letzte Dreck, dass dann viele Frauen dann sagen, ach, scheiß drauf. So, warum mache ich mich hier zum Affen? Geil wäre halt, wenn man es am nächsten Tag sofort beichtet und die Beziehung beendet. Dann finde ich sogar persönlich, ist man hier noch in einem, sagen wir mal, einem sehr grauen Bereich, bevor es richtig böse wird. Weil ich finde erst dieses Verheimlichen des Fremdgehens, zu sagen, dass das ist nicht passiert und man klaut also Lebenszeit, weil man dann eben dann jahrelang weitermacht oder ein halbes Jahr nur weitermacht von mir aus und halt einfach dann irgendwann kommt es raus, so du, by the way, ich bin vorher mal fremdgegangen. Das ist halt so, ach Mann, was soll denn das? Also wenn, tut mir einen Gefallen, Leute, wenn ihr fremdgeht, bitte, 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 spricht sofort an. So, und dann müsst ihr nun mal das in Kauf nehmen, dass die Beziehung da zu Ende ist. So. Und vor allem mal drüber nachdenken, warum habt ihr das getan? So, weil vielleicht seid ihr auch einfach gar nicht mehr zu glücklich in der Beziehung und es muss enden. So, dann einfach raus da. Ehrlich sein und halt die Sache noch korrigieren, bevor wirklich man wirklich, wirklich missbaut. Dass sie nicht mehr genug Bestätigung bekommen, dass sie sich vielleicht in jemand anderen neu verliebt haben und die andere Beziehung eben eh nicht mehr richtig lief. Frauen tendieren da auch eher zu Affären. Männer sind da lustigerweise eben eher so ein bisschen physischer, impulsiver gesteuert. Da ist dann öfter so, dass es was Einmaliges ist, dass es sich spontaner auch ergeben hat. Also Frauen gehen quasi eher bedachter fremd, weil sie vielleicht schon länger mit dem Gedanken spielen. Bei Männern ist es eher so, dass es dann einfach passiert. Ja, dann muss es ja aber passieren und... Ich glaube, viele Männer gar nicht die Möglichkeit dazu. Das ist beides nicht gut, ganz klar. Es macht also ich wüsste nicht, wann ich mal einfach so spontan Sex haben könnte. Nee, gab es noch nie, dass ich irgendwie so rumgelaufen bin. Hoppala, da will mich eine. Wie denn, warum denn? Hat eben einen gewissen Unterschied, aber das hat tatsächlich auch eben damit zu tun, wie Männer und Frauen eben unterschiedlich im Gehirn funktionieren. Wie gesagt, aber das ist von Mann und Frau unterschiedlich und es ist nicht so, dass es nicht auch Frauen gibt, die impulsiv handeln und impulsiv fremdgehen und dass Männer nicht auch Affären haben können, sondern einfach nur von der Wahrscheinlichkeit die beiden Auftrennungen. Ich fand es eben nur ganz spannend, das hier noch zu erwähnen. Spannend ist für mich aber vor allem eben, dass das Fremdgehen in den letzten Jahren angestiegen ist. Bei mir beispielsweise ist es tatsächlich so, in meiner sozialen Bubble ist es so, dass mindestens jede zweite Beziehung von Freunden und von Bekannten, die ich mitbekommen habe, daran gescheitert ist, dass einer der Partner fremdgegangen ist. Das ist crazy. Das ist insane. Um das ganz persönlich gerade mal zu sagen, auf mich zu übertragen, habe heute noch, und das ist 3 Jahre her, immense Vertrauensprobleme. Es hat einen sehr krassen Impact. Da geht es jetzt auch gar nicht
darum, irgendwem eine Schuld zuzuschieben oder sonst irgendwas. Ich will nur sagen, dass viele Menschen, die eben aus einer Beziehung rausgehen, in der Fremdgang wurde, tatsächlich auch im Nachhinein eben geschädigter sind in dieser Hinsicht. Und das ist übrigens gar nicht auch immer derjenige, der betrogen wurde, sondern teilweise auch der, der betrogen hat, weil auch das natürlich am Ende mit extrem krassen Gewissensbissen und auch der Frage verbunden ist, was ist, wenn ich das nicht getan hätte. Insgesamt, wenn da jetzt gerade jemand zuguckt, das ist jetzt ganz offensichtlich, dass ich das sage, aber ich kann nur wirklich jedem dazu raten, wer in einer Beziehung unglücklich ist. Also denkt, die Beziehung ist ja irgendwie aktuell doof oder ergibt für mich keinen Sinn mehr, ich bin unglücklich. Sprecht das mit eurem Partner ab und macht Schluss. Danach könnt ihr mit jedem was machen, wie ihr das möchtet. Es ist eine ganz, ganz feige Art zu sagen, man geht hier auf Nummer sicher. Also man behält erstmal auch den eigenen Beziehungspartner und guckt mal, was so bei anderen geht und probiert da Dinge, macht da Dinge. Und wenn da was läuft, dann trennt man sich irgendwie oder dann erzählt. Machen aber sehr, sehr viele, machen sehr viele. Wenn man ist fremdgegangen oder so, genauso ist es auch total schwach, wenn man irgendwie feiern ist oder irgendwas macht und am Ende sagt, es war der Alkohol, ich war so besoffen oder so. Am Ende muss man für die Dinge, die man tut, die Konsequenzen tragen, ganz klar. Aber diese Ausrutscher sollten einem im besten Fall gar nicht passieren. Wir sind alle denkende Menschen, wir haben alle ein Gehirn im Kopf und wir sollten vor allem einfach an die Person denken, mit der wir in einer Beziehung sind oder waren, die wir offensichtlich mal wirklich geliebt haben. So eine Person zu verletzen, ist ein sehr schwacher Move. Ich glaube auch, dass wenn man fremd geht, das hat immer ein bisschen was Ego-Schwaches. Also es muss. Ich glaube, wer wirklich gefestigt im Leben steht, macht sowas nicht. Aber warum? Hat er ja nicht nötig. Es gibt ja keinen Grund. Sehr schön! Ich schulde dir einmal Training nach der Reaktion. Und sollte man niemals, niemals tun, weil das eben unfassbar einschneidend ist. Und vor allem damit zu tun hat, dass man danach dieser Person leider ein sehr kaputtes Vertrauen mit auf den Weg gibt für ihre weitere Zeit. Und das ist ein sehr ekliges Gefühl. Das sind Dinge, glaube ich, das ist jetzt wieder eine persönliche These, das habe ich nicht irgendwo rausgefunden, das ist meine persönliche These, die sich gegenseitig alle extrem verstärken. Das heißt also, wir befinden uns in einer Art kleinem Teufelskreis. Beziehungen sind wackeliger, unter anderem eben wegen dieser äußeren Faktoren wie der sozialen Medien, der dauernden Vergleichskultur, der eigene Optimierungsdrang. Und das sorgt vielleicht dazu, weil so eine Beziehung so wackelig ist, dass man vielleicht eher dazu gereizt ist, fremd zu gehen. Und das Fremdgehen, das habe ich eben schon erwähnt, um das kurz zu erklären, Fremdgehen ist einfacher denn je, weil man sich so einfach mit anderen austauschen kann, schnell mal über Insta, über Snapchat irgendeine Nachricht austauschen, irgendwie mal gucken, was. Irgendwie, ich glaube, ich habe ein Problem, weil bei mir ist das überhaupt nicht easy. Also wenn ich jetzt irgendwie fremdgehen wollen würde, wäre das für mich ein wahnsinniger Aufwand, weil ich finde auch nicht einfach eine Person, die mal mir ins Bett hüpft. Das funktioniert ja nicht. Also wenn, dann müsste ich sowieso irgendwie mehrere Dates hinbekommen, ohne dass die Person, mit der ich mich treffe, auch rausfindet, dass ich in einer Beziehung bin. Gut, mein Problem ist dadurch, dass ich ja im Internet online unterwegs bin, würde man ja durch ein Video, durch einen Stream gleich rausfinden, lol, der hat ja eine Freundin. Also ich glaube, das funktioniert alles nicht. Und ich glaube halt wirklich, wenn ich dann zufrieden habe, bin, dann suche ich ja auch gar nicht. Hat gar nicht die Augen offen. Und ich merke das dann zwar, okay, da hat wohl jemand an mir Interesse, so mal schon, aber darauf einzugehen, macht ja keinen Sinn, wenn man zufrieden in einer Beziehung ist. Also es ist ja total hinfällig. Wenn ich unzufrieden werde, dann habe ich das Problem ja erstmal zu Hause. Dann muss ich erstmal das lösen, bevor ich mich auf was Neues einlasse. Also irgendwie das Thema Fremdgehen, das berührt, das tangiert mich nicht so. Also es müsste, wenn dann schon so ein ganz blöder Zufall passieren, also meine einzige Vorstellung, wo ich mir sage, so, da wird es bei mir gefährlich. Und das müsste ich auch erstmal leben, um sagen zu können, so, yo, hier kann ich behaupten, dass ich treu bin. Wer wirklich, wenn eine Beziehung richtig kacke läuft, ich feststelle, sie hat gar keinen Bock, das irgendwie zu optimieren, sie hat gar kein Interesse, irgendwie, dass man zusammen überhaupt redet über das Problem und so weiter. Und dann kommt es auf einer Party oder so zu einem ganz intimen Moment, man hat wirklich Chance, nur ja oder nein zu sagen. Ich glaube, das wäre das Allergefährlichste. Dass man sagt so, ich bin mich vollkommen unwohl. Und da wäre eine Person, die gibt mir das, was ich dauernd schon vermisse. Ich glaube, das ist so der ganz große Punkt. Hier kommt die größte Gefahr. Aber das ist so ein irrer Zufall. Weiß nicht, wer öfter fremd geht, der kann mir nicht erzählen, dass er dauernd diese Momente hat. So. Aber vielleicht sind manche auch so charismatisch und so wunderschöne Menschen, dass sie so viele Angebote und Partner und alles drum und dran bekommt. Und das stelle ich mir sehr hart vor. Also, weil ich glaube, wenn man wirklich wenn so viele Menschen sich dauernd einen verlieben, dann hat man ja wirklich so die Qual der Wahl, in Anführungszeichen. Und ich glaube, zu viel Auswahl, Liebe und so weiter, Möglichkeiten kann auch einen ganz schön verwirren. Vielleicht ist Jonas so ein Mensch, der so ein richtiger Mädelschwarm ist und deswegen hat er solche Probleme. Also wenn er, so wie er redet, wenn es auf sich beziehen kann, weiß ich natürlich nicht. Aber vielleicht ist es so, vielleicht bin ich auch einfach nicht dieser Mädelsmagnet und deswegen entgeht mir dann ein Haufen Stress. Da bin ich dann sehr froh drüber. Was geht? Wie weit kann man vielleicht gehen? Was könnte man vielleicht machen? Das war früher gar nicht möglich. Früher war es ja viel schwieriger, wenn man fremdgehen wollte, überhaupt sich mit jemandem zu connecten, jemanden zu finden, mit dem man fremdgehen könnte. Heutzutage ist das eben viel einfacher. Und dann geht man fremd und dann macht man so eine Beziehung kaputt und sorgt bei Leuten dazu, dass sie in kommenden Beziehungen viel mehr Schwierigkeiten haben, sich zu binden. Und kommende Beziehungen sind noch wackeliger. Und das sorgt zu einem großen und ganzen
dazu, dass es vielleicht wirklich eine Generation beziehungsunfähig gibt. Aber, und das möchte ich gerade an dieser Stelle auch sagen, zum Schluss des Videos, dass sich mehr Menschen trennen oder mehr Menschen auch den Mut haben, sich zu trennen, das finde ich erstmal pauschal gar nicht so schlimm. Auch wenn man natürlich sagen muss, und das auch an dieser Stelle, in etwa jede zweite Ehe in Deutschland scheitert und jede zweite Ehe von denen, die scheitern, haben Kinder in dieser Ehe gehabt. Also die Ehepartner hatten Kinder, mindestens eins. Ich weiß von ganz vielen Freunden und Bekannten von mir, die aus einem Scheidungshaushalt kommen, dass es nachhaltig was mit denen gemacht hat. Das wünsche ich keinem, auf keinen Fall. Ich habe da bisher einfach das große Glück gehabt, dass meine Eltern noch zusammen sind und bin da bei mir auch so, ja, extrem dankbar für. Das ist aber auf jeden Fall nicht selbstverständlich, das weiß ich. Trotzdem, und das möchte ich einfach sagen, wenn es so ist, dass zwei Menschen nicht mehr miteinander klarkommen und sich wirklich nicht mehr lieben und es auch nichts mehr bringt, miteinander zu sprechen und man sagt, es ist auswegslos, dann ist es das Richtige, sich zu trennen. Menschen haben heute eine viel größere Lebenserwartung, als es früher der Fall war. Früher haben die Menschen bis 50, 60 gelebt. Da war eine Ehe einfach wesentlich kürzer, als es heute der Fall ist. Heute sind Ehen teilweise 30, manchmal sogar 40 Jahre länger. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Man spricht teilweise heutzutage ja auch von Lebensabschnittsgefährten und gar nicht mehr Ehepartnern. Davon will ich aber abraten, weil dann haut man das Ende schon voraus immer so rein. Ich habe das Gefühl, da beschwört man das Ende noch mehr vor, wenn man davon ausgeht, das ist nur für jetzt. Ne, und das sagt ja schon, das ist eine Person, der man unglaublich nahe ist, aber nur für einen bestimmten Lebensabschnitt. Auch wenn es manchmal wahrer ist, dass man, glaube ich, gerne wahrhaben möchte. Und dann hat man sich vielleicht so verändert, dass dann vielleicht eine andere Person eher in Frage kommt. Das ist etwas, was ich aus meiner Perspektive, wenn ich mir natürlich wünschen würde, jemanden für immer zu finden, ich würde es trotzdem nicht verpönen. Und darüber nachzudenken, finde ich trotzdem nicht übel. Ich hoffe, ich konnte bei euch den einen oder anderen Gedanken vielleicht auslösen. Ich hoffe, ihr fandet das Video spannend. Es ist unfassbar lang geworden, das weiß ich. Ich bestelle ganz liebe Grüße ab nach Deutschland, freue mich auf eure Kommentare. Bin gespannt, was ihr zum Thema sagt. Bis ganz bald wieder und auf Wiedersehen. So, Leute, ganz kurz zum Abschluss nochmal meine paar Beziehungstipps an euch. Nummer 1, ganz kurz, jetzt ganz schnell abgehakt. Nummer 1, guckt, dass ihr selber als Single eine starke Persönlichkeit habt, dass ihr wirklich gefestigt seid, dass ihr keine Probleme mehr habt, dass ihr einfach glücklich seid, so wie ihr seid, dass ihr Wünsche, Ziele habt, Anforderungen euch selbst, dass ihr die verfolgen könnt, dass ihr einfach so, ich bin, weil ich glaube, wenn du Problem hast und nimmst deine Probleme in die Beziehung mit, dann ist es manchmal schon sehr schwer. Also arbeitet an euch selbst, so gut wie es geht. Guckt, dass ihr euch wirklich mit euch da oben im Reinen seid. So, es passt alles. Ich bin so, wie ich bin. Ich habe meine Probleme, an denen arbeite ich. Ich habe meine Stärken, an denen erfreue ich mich. Und ich habe meine Wünsche, meine Ziele und go. So, dass wenn ein Mensch euch kennenlernt, ihr euch präsentieren könnt. So, das bin ich. So, und dass ihr euch ganz schnell auch aufmachen könnt. So, hallo, wenn du mich willst, das hier kriegst du. Nicht mehr, nicht weniger. So, und auch das ist so ein Ding in der Beziehung. So, ihr könnt gerne am Anfang, klar, am Anfang ist man immer ein bisschen mehr mühegebend und so. Aber man muss schon schnell gucken, auf ein Level zu kommen und zu sagen, so, hey, das hier halte ich für immer und ewig. So kann ich für dich sein. Weil wenn du dich als perfekter Mensch gibst, dann verliebt sich dieser Mensch in dein perfektes Ich. Und wenn es nur eine Fassade ist, du kannst es nicht aufrechterhalten, weil es irgendwann zu anstrengend wird, dann kann die Beziehung nur scheitern. Also zu tun, als wärst du voll der krasse Partygänger, ihr zuliebe, damit sie sich nicht verliebt, dann bist du am Ende so, boah, gar keinen Bock mehr, dann wird es scheitern natürlich, weil sie hat sich einen Partygänger verliebt und nicht in einen Couch-Potato. Und genauso natürlich auch andersrum. Also nichts vorspielen, sei so, wie du bist und hoffe, dass ein Mensch sich so in dich verliebt, weil dann hast du die höchste Erfolgschance. Nummer 2 und also nächstes Ding ist dann in der Beziehung. Meine Ratschläge sind Streit vermeiden. Ich bin kein Fan von Streit. Ich weiß nicht, ob manche sagen, es braucht man. Ich glaube, nein. Vor allem Vulgärsprache nicht reinhauen. Wenn einer mal was sagt wie blöde Kuh oder du Vollidiot, dann gleich sagen, stopp, das machen wir hier nicht. So, wir müssen gucken, also sich darauf einigen, kommen, das wollen wir beide nicht, oder? Dann ja, das wollen wir beide nicht. Gut, dann immer darauf hinweisen, keine Schimpfwörter. Und wenn das losgeht, man wird immer frecher und immer gemeiner und Beziehungen arten nur aus und sind nicht mehr konstruktiv. Genauso ist eben das miteinander reden können, dass man auch das sagt so, hey, wir können uns alles sagen, wir können uns alles sagen. Das muss mal ganz oben stehen so, wir können uns alles sagen, so egal was ist so. Wenn du den Wunsch hast, fremd zu gehen zum Beispiel, dann wäre das cool, wenn man es deinem Partner sagen könnte, so wie du momentan. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie, ich erwische mich immer öfter dabei, dass ich auf Instagram irgendwelchen Mädels Profile mir angucke und so. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. So können wir mal drüber reden. So, hast du auch dieses Gefühl oder was ist so? Und dann nicht mit Wut und noch mehr Wut reagieren, sondern dass man dann umgehen kann. So, woran kann das liegen? So, und vielleicht findet man ja irgendwelche lustigen Dinge. Vielleicht sagt sie dann so, yo, du weißt was, ich auch momentan. Wollen wir mal zusammen einen Tag Auszeit machen und wir darf mal einmal Fremdvögel. Ja, hat ein Veto oder so. Hauptsache nicht zu Hause und keine Ahnung, was für Gesetze man da einführt und so. Oder man hat Bock, in einen Swingerclub zu gehen. Scheiß drauf, keine Ahnung. Oder man macht einen Dreier. Meine Fresse, irgendwas so. Was ist ich? Man kann ja vieles machen im Leben. Oder man merkt so, scheiße, es funktioniert nicht. So, das finde ich voll uncool. Beobachten wir das mal weiter. Ich hoffe, das ist nur eine Phase von dir, aber gib mir Bescheid, wie sich das Ganze entwickelt und einfach miteinander reden können. Immer reden können über die ekligsten Themen, die man nicht hören will. So, hey, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wäre so eine Sache, die ich nicht hören wollen würde. Ach, keine Ahnung. Es gibt viele Dinge, wo ich auch sagen würde, so, unangenehm. Aber ich will es, dass man mir sagt, dass man daran arbeiten kann, dass man eine Lösung findet. Und wenn nicht,
dass man dann mit erhobenem Haupt sagen kann, okay, dann lassen wir es halt gut sein, oder? Dann kann man zusammen eine Runde weinen, man kann dann sagen, also Krino und ich haben auch geweint und einfach sagen so, yo, jetzt an der Stelle, so, und dann kann man wirklich gut befreundet auseinandergehen und das ist einfach eine Top-Beziehung, super erwachsen, super souverän und kein Teenie-Drama-Scheiße, die kein Mensch braucht, so. Und ich finde, das sind dann wirklich tolle Beziehungen und die bereichern einen und lohnen sich dann auch. Und da habe ich auch das Gefühl, dass die höchsten Erfolgschancen, dass du einen Mensch kennenlernst, wo man sich immer wieder findet und immer wieder kombiniert und findet und irgendwann ist man schon über 30 Jahre zusammen und dann ist man auch so ein Punkt, wo man sagt, ach, weißt du was, so klar gibt es viele Menschen da draußen, aber nach all der Zeit, ich will auch gar nicht mehr. Weil ich kann nur sagen, ich will nicht mehr. Also ich habe keinen Bock, ich habe keine Lust, irgendeinen Bodycount aufzustellen oder eine super schöne Frau als Freundin zu haben. Nein, ich will einfach nur einen Partner. So, es geht mir nicht darum. Ich will einfach nur einen Partner, wo man einfach schöne Zeit hat und so weiter. Wo man einfach voneinander da ist und einfach sich gut tut, gegenseitig. Zum größten Teil. Kann natürlich nicht immer klappen, aber einfach so sagt, so im Großen und Ganzen am Ende des Jahres, saugeil ist die Person in meinem Leben. Ohne diese Person, Mann, wäre das kacke. So ein Feeling einfach, das reicht. So. Naja. Das dann, ciao, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, man kann aus den Worten ein bisschen was mitnehmen, weil ihr spart euch so viel Stress, glaubt mir.